unsichtbaren Wand, war ja klar. Hier sind Gegner, die mich nicht interessieren. Was stand da? Samensklaven? Okay. Ich will nicht mal. Ich will es nicht wissen. Oh, jetzt muss ich mich jetzt mit dem Monster abgeben oder was? Nur weil die zu doof sind. Oh, come on. Boah, ist das nerviges Areal, Alter. Ach ja, da verfolgt mich noch ein Monster. Wo denn? Endlich. Hat zwar den Gegner schon vor 5000 Jahren besiegt, aber egal. Oh, ey, wo ist denn dieser Kackstein, Mann? Boah. Also richtig bin ich ja auf jeden Fall schon mal. Wir sind jetzt hier auf dieser anderen Seite. Aber wo ist denn jetzt dieser verkackte Stein, Alter? Boah, muss man das so nervtötend bauen? Ich meine, dann gib doch den Spieler wenigstens eine Karte. Das ist nicht mal verwirrend, es ist einfach nur nervig. Ja, hier im Osten, aber da ist eine unsichtbare fucking Wand, Alter. Wie komme ich jetzt denn da schon wieder darüber? Boah. Eine Seite übelst easy dahin gekommen, auf der anderen Seite machen sie ein halbes Labyrinth, ey. Boah. So was Bescheuertes. Sowas finde ich einfach auch nur nervig. Weil es scheint da drüben zu sein. Man sieht ja da drüben, dass da auch ein Weg ist. Aber wie kommt man jetzt da hin? Boah. Da ist es. Boah, ist das ein dämlicher Käse. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder den Weg zurücksuchen. Ich meine, man hat ja nicht mal Lust, hier irgendwie gegen die Monster zu kämpfen, weil die halt echt Lobob-mäßig hier unterwegs sind. So, jetzt müssen wir erstmal den Weg hier wieder rausfinden. Das war aber hier relativ easy, oder? Ach, Mann. Also ich finde ja die Dinger hier schon eine coole Idee, aber man kann es halt auch ein bisschen übertreiben. Dieses unnötige Langstrecken von Dungeons mag ich persönlich gar nicht. Ich meine, ich laufe hier irgendwie nur so sinnlos durch die Gegend. Und dass es mir irgendwas bringt. So, aber wenigstens sind wir da jetzt da beim Boss. Das war ja hier vorhin geflutet und deswegen kommen wir jetzt hier lang. Ignorieren die Gegner und sind beim Boss. Oh, jetzt haben die da noch... Oh, komm. Oh, man kann es ja auch übertreiben. Aber wenn das jetzt wieder der Wal ist, dann flippe ich aus.
Ach, hier kann ich jetzt plötzlich lang. Alles klar, sonst sind das immer 10.000 unsichtbare Wände. Plötzlich kann ich da springen. Komplett logisch, Kapi. Bauen sonst überall unsichtbare Wände hin, aber plötzlich kann ich da springen. Klar. Kamera. Da ist er doch, der Boss. Supi. Hurra. Weg ins Paradies. Ja dann, let's go, der Hase. Boah. Was? Die Tür ist verschlossen. Du kannst sie nicht öffnen. Wie bitte? Bitte was? Ich kann jetzt nicht öffnen? Und warum? Und man kann es ja auch übertreiben, Bandai. Woher soll ich jetzt wissen, was hier der Schlüssel ist? Boah. Ey. Was war das? Da, ich kann doch was untersuchen. Sowas sind halt Sachen, wo ich mir denke, Alter, warum? Wer sitzt da bei der Programmierung und denkt sich, ah, das ist ja lustig. Fein, die Spieler hier so sinnlos durch die Gegend zu scheuchen, Alter. Ich wollte vorhin nicht gegen den kämpfen, weil ich dachte, oh, der zieht mir zu viele Nerven ab. Da ist er doch. Der hat ja auch so eine komische Aura um sich. Der heißt ja auch Wächter. Ich wollte eigentlich nicht gegen den kämpfen, weil ich dachte, ey, wenn der jetzt den Schlüssel nicht hat, kostet der mir einfach nur zu viele Nerven. Aber da ich jetzt alle Truhen in diesem Gebiet geöffnet habe, muss es ja eigentlich der sein. Schwierig ist es auch nicht, es ist halt nur Zeit auf Reiben zu nerven. Komm, die sterben. Bitte etwas schneller, danke. Warum ich übrigens mit Speer kämpfe? Vielleicht fragen sich das einige. Ich finde den Speer persönlich sehr cool. Und er macht auch ziemlich guten Schaden. Von daher. Los. Diese. Feuer nochmal deine Spezialattacke ab. Wird auf jeden Fall Style. Auf jeden Fall finde ich den Speer als neue Waffe extrem cool. Hätte ich nicht erwartet, dass das so cool sein würde. Besonders kann man mit dem Speer auch den Gegner relativ schnell breaken. Also wenn ihr euch fragt, warum break der Fury den Gegner eigentlich immer so schnell? Das hängt meistens damit zusammen, dass es wirklich am Speer liegt. Es gibt nämlich einiges, zwei Skills, mit denen man den Gegner relativ schnell breaken kann. Und das macht den Speer teilweise ziemlich overpowered. Wie bitte, da war jetzt der Schlüssel nicht dabei? Ich habe den jetzt wirklich umsonst besiegt?
Er steht ja immer noch links oben. Finde den Schlüssel. Willst du mich verarschen? Boah. Ja, aber wo soll denn der sein? Vielleicht irgendwie die Notiz zeigen. Ah, oh, das wird echt eklig zum Schneiden. Ah. Oh. Da freue ich mich ja jetzt schon auf Schnittprogramm. Und nachschneiden. Ah. Oh. Das wird ein Spaß, das zu schneiden. Ah. Oh. Ich wollte gerade sagen, lass dem Zukunftsfluiden Daumen nach oben da. Dann ist mir aufgefallen, man kann auf Twitch nicht einen Daumen nach oben geben. Aber falls ihr es noch nicht getan habt, tut wenigstens den Gefallen und followt. Dass der Zukunftsfluid wenigstens sich ein bisschen freuen kann. Wenn er den Käse jetzt hier schneiden darf. Nö, hier ist auch nix. Vor allem, es ergibt halt nichts Sinn. Ne, man könnte ja auch sagen, ja, Flui verkloppt alle Monster. Ja. Als ob es das jetzt bringen würde. Ja, hier ist auch nix. Also falls ihr euch das hier auf Twitch anguckt, besonders der gute Mittnerfloh schaut sich ja das Ganze hier schon an. Muss ich mich natürlich dafür entschuldigen, dass es so eintönig wurde und so nervig. Aber dafür kann ich halt auch leider nichts. Habe ich eigentlich auch gehofft, dass es ein bisschen interessanter werden würde, aber so. Haben wir da leider nichts Spektakuläres, Interessantes bekommen. Ich meine, es ergibt halt auch nichts Sinn. Ich meine, wir haben uns diesen Dungeon jetzt 3000 Mal abgetreten und nichts gefunden. Ist halt schon nervig. Ist ja jetzt auch nicht so ein Faktor, wo du sagst, oh ja, das macht ja super viel Spaß, das ja den ganzen Dungeon 3000 Mal abzutreten. Ist ja jetzt nicht irgendwie ein Faktor, wo du sagst, oh, das macht viel Spaß. Nee, ist ja nicht da. Bin ich mal gespannt, was nach dem Zeitende passiert. Genau, richtig. Ich wollte euch eigentlich... War das alles geplant von mir? Ich wollte euch gar nicht den Boss zeigen, sondern ich wollte euch in diesem Spiel mal zeigen, was passiert, wenn ihr in einem Dungeon nicht die vorgegebene Aufgabe erfüllt und was passiert, wenn die Zeit abläuft. Genau, das wollte ich euch eigentlich damit zeigen. Aber ich muss es ja geheim halten und euch vorspielen, dass ich nicht weiß, wo die Kiste ist. Genau, ich wollte euch nämlich eigentlich zeigen, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Ich will euch alles zeigen in dem Spiel. Nicht nur, wie man alle Dungeons durchspielt, sondern ich möchte euch natürlich auch zeigen, was passiert, wenn die Zeit abläuft und dann seht, was da passiert. Ich hoffe, jeder hat die Ironie verstanden.
kloppe jetzt hier einfach nochmal ein paar Gegner kaputt. Einfach, weil ich es kann. Einfach, um meine Wut an die Gegner auszulassen. So. Da ist noch... Bist du jetzt hingefallen? Ist ja auch kein besonders starker Gegner hier irgendwie, wo du sagst, oh ja, der hat damit zu tun. Das war ja das, was ich vor 24 Minuten oder so gedachte. Dass das die Lösung ist, aber... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. 20 Sekunden noch. Pass auf, jetzt finde ich in der letzten Sekunde noch den Schlüssel. Das wär's. Und Schluss. Zeit abgelaufen. Zurück nach Centuria. Okay, man wird einfach nach Centuria wieder zurückgeschmissen. Ja, keine Ahnung, was man in dem Dungeon dazu tun hat. Kann ich hier vielleicht einen Schlüssel schmieden? Nö. Objekte färben? Was? Okay. Ja, also dann. Das war's also jetzt für dieses Mal. Für diese... Nein, ich will nicht mit dir Händchen halten. Ich möchte nicht mit dir Händchen halten. Ich will einfach nur speichern. So, also, das war's jetzt also für diesen Livestream von Sword Art Online Alicization Lycoris. Falls euch das Video auf YouTube gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne, was ist eure Meinung zu diesem Dungeon bzw. zum zweiten DLC. Und natürlich abonniert bzw. aktiviert die Glocke. Und wenn ihr auf Twitch hier vorbeiguckt, dann würde ich mich über einen Follower freuen oder vielleicht sogar über eine kostenpflichtige Abonnierung hier sozusagen, dass ihr reinzappt. Auf Twitch heißt das ja reinzappen. Also von daher, würde mich da freuen, falls ihr da ebenfalls mit dazu sein würdet. Ansonsten, falls ihr auf Twitch dabei wart, vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag dabei seid bei meinem Dead Space Stream. Ansonsten nächste Woche, wie gesagt, 3 Streams. Würde ich mich da freuen, falls ihr dabei seid. Ich bedanke mich also fürs Zusehen, besonders bei Minna, der sich hier den gesamten Stream hier angetan hat. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao!